Ist eigentlich richtig dumm, dass ich jetzt in Keira anfange. Das ist mir gerade aufgefallen. Egal. So. Das ist echt dumm. Egal. Das war was abgestiegen. Was bestehen? Was nachher bestehen? Wer ist noch? Düsseldorf, oder? Düsseldorf. So Leute, was geht, was geht? Sorry, ich muss mich gerade echt konzentrieren. Ich habe gerade einen kleinen Blackout. Das ist auch ein bisschen dumm, dass ich gerade eine Karriere starte, weil es mir gerade klar wird. Da ich nämlich eigentlich in Urlaub bin in 2 Tagen. Aber für 2,5 Wochen. Ja, ein bisschen dumm. Bisschen dumm. Warte, ich ziehe mir gleich die Kommentare rein. YouTube muss nur ein bisschen laden kurz. YouTube. Mach. So. Mein Channel. Ist cool, bewegt euch so. So. Rainer, erster, es geht, the Greek is here, yeah, what's up? So, Leute, Rainer, was geht? Alles mal, alles gut bei dir? Nein, wir machen es mal so. Ich starte heute auch wieder eine Karriere. Diesmal ist es eine Spielerkarriere mit Nürnberg. Halt, es geht halt darum, dass wir Nürnberg retten vor dem Abstieg. Ich weiß nicht, ob das Nürnberg Stadion ist, in Sanderson Park. Ich glaube eher nicht. Scheiße, was geben wir dem für ein Stadion, Nürnberg? Nürnberg hat doch so ein richtig komisches Stadion. Ich weiß nicht, das kann man nicht beschreiben, so komisch ist das, finde ich. Ich glaube, das sieht eher so aus. Oder? Hi, Steffen! Ich heiße nicht Steffen. Und hi, was geht? Jo. Also, wer heißt Steffen hier? Heißt Rainer Steffen oder was? Wen hast du jetzt Steffen geschrieben? Lol, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Egal, ich weiß nicht, wie das Stadion heißt von den Nürnberg. Warte, das muss ich. Wir müssen es ja schon mal ein bisschen reißen. Nürnberg Stadion. Wer ist denn das? Max Morlock Stadion heißt das. Max Morlock Stadion. Ich heiße mit Rennnamen Steffen. Ah, cool, Digga. Mein Bruder ist nämlich Steffen, deswegen. Ich weiß halt, der reine Umfang. Ah, mein Bruder ist nämlich auch Steffen, deswegen war ich gerade so ein bisschen. Höre ich öfter so die Verwechslung, deswegen. Nicht fall persönlich nehmen. So, Max Malok Stadion ist das. Max. Wo ist ein Minus? Da. Malok. Jetzt nicht groß schreiben hier alles. Marlock Stadion. Wir müssen ja ein bisschen realistisch machen. Kurze Frage, Epic FIFA, warte kurz. Ich habe nämlich hier gerade das Stadion ausgewählt. Du musst mir sagen, ob das am nächsten rankommt an das Stadion von Nürnberg. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das Stadion von Nürnberg richtig aussieht. Ich weiß nicht, ich könnte nur das Union Park Stadion jetzt hier auswählen. Das ist ein bisschen in die Nähe. Und jetzt machst du das, was du mir geschrieben hast. Ja, so ähnlich. Ich mache eine Spielerkarriere halt und rette. Warum steht hier Düsseldorf? Ich wäre fast Düsseldorf-Karriere gemacht, mein Herz. So. Stadion Olympic. Hä, warum? Soll ich dir ein Bild schicken? Nein, ich weiß ja, wie das Stadion aussieht. Was sagst du, was kommt am nächsten ran? Sowas? Weil irgendwie kommt mir das nicht vor, als ob das das Nürnberg-Stadion ist. Nürnberg-Stadion sieht ein bisschen anders aus. Warte, ich hab das hier noch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, okay. Das ist halt echt ein anders, so, das Stadion. So. Tag der Hitlerjugend. Scheiße, Alter. Lol. Als ob. Das Stadion wurde. Hitler war in dem Stadion sogar. Krank. DF. Lol. Jetzt darf man jetzt nicht falsch verstehen, dass ich mich freue, dass Hitler mein Stadion war. Ja, gehen wir durch. So, okay. Gehen wir einfach mal durch. Ich finde, Union Park Stadion sieht sogar eigentlich am nächsten aus, auch wenn es ein bisschen tiefer ist. Also nicht mit den 2 Stöcken.
Das ist halt jetzt Waldstadion, aber das nehmen wir einfach nicht, weil es das Prinzip ist Waldstadion. Ich weiß nicht, ich komme auch ganz knapp ran. Das ist einfach zu leer. Och. Ich weiß nicht. Also. Okay, das ist echt übertrieben, aber es ist halt offen wenigstens. Stadio de las Artes. Geil. Forest Park Stadion, Ivy Lane, Morton Road. Odromo kommt eigentlich ein bisschen ran, aber. Ich muss mir das selber jetzt nochmal genau angucken, ey. Hier. Ey, ich weiß nicht, ich finde das Stadion jetzt nicht komisch hässlich. Ich finde es komisch von der Struktur des Stadions. Also ist auf jeden Fall. Odrome kommt echt dran, ja, wollte ich auch sagen. Ja, Odrome kommt echt am meisten ran. Okay, dann nehmen wir es Odrome. Ich habe jetzt keinen Bock, den Namen nochmal umzuändern. Wir nehmen es aber. So, Odrome passt echt gut ran. Halbzeitlänge 6. Ja, Wettbewerb immer. Bald ist ja die Champions League endlich. Aber jetzt leider noch nicht. So, wir weiter. So, erstelle deinen Pro. Leute, machen wir jetzt einfach mal einen schönen Pro. Wir nennen ihn aber nicht Chakra Names, ich nenne ihn nach mir. Weil sonst ist er kooperiert aus. Ah, okay, mein Gott, jetzt kommen wir mit News, die schon seit 3 Tagen laufen sind, ey, bei Transfermarkt. Bruh, ey. So, Sebastian, gucke. Fuck. So. So, machen wir jetzt hier mal Alias. Nee, habe ich jetzt keinen Bock auf. Ich finde cooler, wenn ein S-Punkt steht. S-Punkt-Kugel. Ich finde es cooler. Und Nummer natürlich die 5. Numero 5. So, ja, schade, das sind 2 Jahre eigentlich noch hinter, aber okay. Machen wir auch mal mein Geburtsdatum. Haben wir auch mal rein. Zurück zur Spielerbewertung, war nämlich fertig. Wie macht man sich die Haare jetzt? Ja, komm. Machen wir einfach mal fahren sich. So mal habe ich auch meistens die Haare, wenn ich beim Friseur war, deswegen. So, jetzt ist es eher rund, das von FCN nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Barttyp, ich habe eigentlich einen kleinen Bart, so. Nehmen wir das einfach, ja. Das sieht man hier nicht. Das ist einfach nur traurig. Okay, wir sind ganz unten. So, okay. Augen ganz klar eisblau. Das hier. So, eisblau gibt es ja leider nicht mehr richtig genau. Ja, wir sind auf jeden Fall Stürmer. Ich weiß nicht, Vorbereiter hat eigentlich immer die besten. Es ist richtig behindert, dass ein Vorbereiter einfach. Na, was der Vorbereiter hat halt scheiß Kopfballprezi und Torjäger hat ein besserer. Und Anspielstation halt die beste, keine Ahnung warum. Stimmt, das war Anspielstation und Torjäger. Das ist einfach richtig random. Weil weite Schüsse gehen ein bisschen in den Arsch, aber ey, ich mache Anspielstation. Ich will Kopfballpräzision, ist halt wichtig. So, neuer Mann soll Nürnberg verstärken. Der 19-jährige alte Spieler wird sich von Anfang an darum bemühen, einen guten Eindruck von bei seinen neuen Kameraden der Mannschaft machen zu unterlassen. Trainer von Nürnberg machte dem Schirmer ein Angebot, das er einfach nicht ablehnen konnte. Als mir Trainer von. Man kann das nie komplett durchlesen. FIFA, bitte. Fix das. Kotzt mich an. Dann kommt immer so eine News. So. Was ist das? So, als ob so. Muss er jetzt nicht sein. So. Okay. Shakhtar Games Karriere ist es ja eigentlich wieder. Also. So. Oh, yeah. So. Wir sind in einem Match-Turnier mit Sivasspor, was immer das ist, Setúbal und Kotrijk. Okay. Liga-Wartung. Ganz klar. 5 Tore nur.
Nee, 5 Vorlagen und 7 Tore. Ja, okay, das kriegen wir hin. Müssen wir irgendwann. Ich glaube, damit haben wir nicht so das Problem. Teamrang. 71er sind wir sogar sehr weit vorne, sind der erste. Das ist sehr gut, wir sind erster Stürmer schon mal. Cedric Teuchert hier unten auch noch. Muss man halt aufpassen, haben halt echt gutes Potenzial, ne? Aber wir sind schon einer der oberstufigen Leute, kann man schon so sagen. Das ist auch nicht schlecht so. Haben auch alle eigentlich einen guten Marktwert, also so einen halt durchschnittlichen. Wie findest du das neue Hertha-Trikot? Richtig geil. Ich find's richtig geil. Das Auswärtstrikot finde ich auch richtig geil. Okay, mein. Ja, kann man das mal ein bisschen länger ziehen? Ja, ist okay. Ne, 5 Millionen haben wir am Marktwert. Ja, stabil. Ich finde es ein bisschen traurig, dass jetzt Selke verletzt ist für unbestimmte Zeit halt. Es wird halt Nürnberg nochmal eine Chance geben gegen Hertha. Da halt, wie gesagt, bei Hertha der beste Mann halt leider verletzt ist jetzt. So, okay. Wichtig. Dribbeln, Eimerspiel. Was machen wir? Eimerspiel. Ja, ich spiele das nicht selber, keine Sorge. Aber das, ja, ich finde das von Schalke absolut nice. Ja, das finde ich auch gut. Habe ich mir auch schon angeguckt. Das war auch geil. Es sind generell geile Trikots rausgekommen. Also, die letzte Saison, die Trikots waren einfach nicht so mehr so krass, so. Aber werden immer besser. Spielt der Harit wieder in der Saison? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn Skripski sich nicht schlecht anstellt, wird Skripski, glaube ich, spielen. Weil der hat sich echt gut angestellt. Das muss man echt mal lassen. Ich habe mir das mal angeguckt, so halt. Gucke ich mir öfters an, so spiele einfach so von Schalke. Ja, Skripski hat echt Talent. Muss man auch mal so sagen. Muss man mal so raushauen. Ganz ehrlich. Wegen dem Unfall meine ich. Oh, welchen Unfall meinst du? Hab davon nichts mitbekommen. Welches meinst du jetzt? Also, du redest doch von Harit von Schalke, oder? Oder verstehe ich das falsch? So. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Also, wegen Harit hast du geschrieben. Also, ich weiß jetzt nicht, ob du Harit meinst von Schalke. So, schauen wir mal gleich rein ins erste Spiel. Ja, dem von Schalke. Ja, was ist denn passiert? Ich wusste nicht, dass da irgendwas passiert ist. So, Nürnberger Versicherung. Starten wir mal rein ins erste Spiel. Interessant auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, wie es abläuft. Ja, der hat in Marokko einen Tod gefahren, als ob. Als ob der in Marokko einen Tod gefahren hat. Alter. Krank. Also jetzt nicht krank gut, so meinst du jetzt nicht falsch verstehen jetzt, aber Alter. Scheiße, als ob der einen Tod gefahren hat. Stand unter Schock. Ja, dann wird safe noch spielen können. Solange er halt nicht festgenommen wurde oder so, alles, also so Führerschein entzogen wird oder so. Ich weiß ja nicht, ob er schuld war halt. Boah, stark. Wir haben aber einen starken Abschluss schon, das merkt man. Guck. Müssen wir mal gucken. Ah, Alter, krass. Ich wusste gar nicht, dass der mit so was passiert ist, so schlimm. Ich finde, ja, ich will ein Trikot von ihm. Ja, er ist auch ein echt guter Spieler, so. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt geht es aber erstmal hier um die Nürnberger, ja, ne? Versuchen erstmal die Nürnberger hier ein bisschen hoch zu pushen. Wenn man richtig anspielen könnte. Oh, stark, 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 stark. Klatsch. Jawohl. Oh, no. Jawohl. Klatsch. Schieß, Junge. Schieß! Oh, stark. Stark, warte, ich muss meinen Ton lauter machen. So. Flank mal schön rein, das Ding. Butterweich. Auf dem Köpfchen. Ja. Ja, nehmen wir ihn jetzt hier.
Oh, fuck, ey. Muss ich mal gucken. Ich bin auch so ein Typ, ich will immer sofort den Ball haben. Das muss ich mir abgewöhnen. Vor allem, wir müssen eine gute Vorbereitung spielen. Wir haben eine schwere Saison vor uns. Sehr schwere. Gut gemacht, so. Stark. So. Hi. Ja, Epic. Schreibt mir noch schön hierüber. Habt ihr Nachricht willkommen, du. Okay. Nein, krass, aber scheiße. Ich habe auch ein bisschen Münzen jetzt schon wieder bei Ultimate Team, also habe ich mir wieder ein paar rangeholt. So, oh fuck, 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 halt ihn auf, ja, schön. Du kannst Spanisch ja ein bisschen. Und Boko. Ja, Spaß. So. Das kommt mir Spanisch vor, na, verstehe ich. Ist auch keine leichte Sprache. Habe ich nur im Unterricht gehabt, also 4 Jahre in der Schule. Deswegen. Ich kann da bestellen und so alles, aber ich kann jetzt auch keinen richtigen Smalltalk führen damit. Ist auch ein bisschen krass, aber. Oh fuck, nein. Oh, macht da nicht so. Gut, war nichts. Alles gut, hab nichts gesagt. Hier, oh, per Tag, schönes Ding. Einfach mal einen Lauf. Schön rausgespielt. Spiel raus, Spiel raus, Spiel raus. No. So, ganz stark, ganz stark. Na, lauf, lauf. Genau. Spiel. Oh nein, da waren wir gerade beim Schießen. Steht bei dir bei der PS4 da. Was? Achso, ja, ich weiß. Ah, fuck. Komm hier ran. Hol dir den. Hol dir den. Die Footies kommen morgen um 17 Uhr. Was sind Footies? Doch, doch, ich weiß, was für Footies sind. Aber scheiße, weil morgen. Ab morgen. Ich bin nämlich ab übermorgen in Urlaub. Ja, scheiße. So. Leck mich. Jawohl. Oh, stark. Nein, geh ran. Hol die doch. Man sieht mich ja gar nicht, ey. Muss mal höher machen. So, ich bin richtig fixiert gerade. Nein, oh mein Gott, ey. Nürnberg, konzentriert euch da hinten, ey. So. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Stark. 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 Guck mal, das nenne ich einen Ball reinspielen. Was macht der? Oh Gott. Klatsch. Junge! Geh nochmal zum Ball. Jawohl. Ja, hol dir den. Ja, ne.
Ey, die erste Halbzeit ging ja wirklich nur auf den Kante. Das darf nicht passieren. Hau den Ball her. Okay, das ist wohl erstmal jetzt die erste Halbzeit. Scheiße, würde ich mal sagen. Nicht gut gelaufen. Es muss besser laufen auf jeden Fall. Wir hatten kurzzeitige Chance. Ein Torschuss hatten wir auch, aber da muss mehr laufen. Drehen den Gegner ab. Okay, mir wird gesagt. Oh. 22 Ballberührung. Läuft. Setu-Ball sind doch. Ich weiß nicht, ob das. Sind das Ausländer vor allem, ey. Sind das Türken? Oder was ist denn das? Portugal? Ich glaube Portugal. Oder? Junge, beweg deinen Arsch! Was ist denn mit euch los? Ihr müsst einfach nur einen Ball hier vorne hauen. Portugiesische Liga, okay, danke Rainer. Viel Spaß in der Bundesliga. Komm, wir müssen jetzt immer was machen. Ja, verkackte Kacke, ey. Fällt nämlich gerade ein, dass ich keine Weitschüsse drauf habe. Ist natürlich auch Kacke. Ja, schön reinstellen. So, okay. Stark. Stark. Nein. Fang ihn doch ab. Fang ihn ab. Los. Bin zerstört von irgendeiner Mannschaft aus Portugal. Autsch. Ich hab die beiden jetzt discarded. Steffen, stell bitte die Trikotsnummer. So. Wen hast du jetzt discarded? Ach so. Oder wie? Hä, wen? So, okay. Alter, es läuft null in dieser Liga. Ich glaube, ich habe mich gar nicht so groß gemacht, wie ich eigentlich bin. Egal. Stark. Ey! Das war's. Nein! Nein! Das war's, safe, Marco. Ich mach sowas nicht mehr. Oh. Kirschbaum, Junge. Hauen her.
Stark. Nein! Ich drücke im Lauf! Nein, 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 nein. Stark. Dann ist so ein Ball. Okay, stark. Nein, spiel mir doch mal. Digga, der spielt mir nicht in den Lauf. Der spielt mir die ganze Zeit nur im Lauf. Oh Gott. Ja, ne. Wo liest du den Chat? Ja, ich lese den Chat hier. Neben meinem Bildschirm. Ich habe zwei Bildschirme. Also ich habe zwei Bildschirme hier. Einmal den hier zum Zocken und einmal rechts neben meinem PC und noch ein Bildschirm. Kann ich gleich mal zeigen. Jetzt. Was? Also in den Laufschirm. Bitteres Spiel. Sehr bitteres Spiel und verdient verloren. Warte, ich nehme jetzt mal kurz die Cam. So, ihr guckt, hier ist ein Bildschirm, hier ist mein Zockerbildschirm und daneben ist halt der Bildschirm, wo ich halt alles ablese. Die ganzen Kommentare hier. Und ja, das mache ich halt mit der Cam hier. Genau, ja. Och Mann, ey. So dumm verloren wieder, M. So dumm verloren. Darf nicht passieren. Vor allem wie viele Torschüsse hatten wir? Das Tor irgendwie 2, 3. Läuft. So, erstmal Tempo dazu nehmen wäre es wichtig jetzt. Wenn wir jetzt nicht so groß sind, brauchen wir Tempo und Ausdauer. So, ja. Scheiße, ne? Scheiße. So. Bin ich wieder drin? Ja, ich bin wieder drin. Und schaff's ja. Was willst du machen? Ja, der nimmt ein anderes Trikot bitte. So. Läuft. Leider auf Autos geschossen. Mit Softwarewaffen, ja, okay. Ich dachte schon, ja, Alter, die haben richtig hin. Okay, jetzt Leute, jetzt ist scheißegal, jetzt holen wir das Ding. Jetzt holen wir das Ding. Heute gewinnen wir. Warum schieße ich den Freistoß?
Ja, das soll doch einfach nur mal laufen da hinten. Ey. Ey, Puppe. Jawohl. Ich gewinne kein Kopfball. Ey, in einem Pro Club, Alter, wenn ich Pro Club spiele, ich gewinne jedes Kofferduell. Jedes. Haust doch nicht einfach so raus, hau doch nicht einfach den Ball so raus. Ey, ich brauche ein ganz neues Team, ey. Das ist ja echt schlimm. So. Lass den Ball doch durch. Ah! Mann, ey. Hier. Warte, ich vergesse, dass ich gar nicht mehr so kopfverstärkt bin. Fuck. Mann. Ja, stark, stark. Nein. Nein. Einmal dachte ich, ich krieg eine Torschance hier. Ne? Das war jetzt eine gelbe. Scheiße. Oh Mann. Hängt irgendwo hinten, lol. Ich glaube, ich stelle eine Schwierigkeit runter. Ich komme gar nicht vom Tor.
Na. Ja, spring ich meinen Typen. Ja, warum biete ich mich eigentlich die ganze wieder an? Ich merke jetzt wieder, ich bin nicht kofferstark. Bro. Oh doch, ich krieg ihn. Bro, hä? Der wollte mich doch komplett gerade verarschen. Scheiß Fotze. Hufnagel, Alter. Nein. Oh. Spaß, war nicht mal knapp. Nein. Ich war dran an den Typen. Halbzeit, ey. Oh Mann, Leute, Alter, das ist echt scheiße, das Spiel. Ey, ich stand hier einmal vom Tor. Nicht einmal. In 180 Minuten, nee, in 100 35 Minuten hatte ich noch nicht eine richtige Torchance. Nein! Warum schießt dein? Ich stand viel besser. Ich habe mich sogar angeboten. Warum? Was soll ich mehr machen? Es kommt nicht ein Ball an. Einmal auswechseln, bitte. Einmal auswechseln. Ey, wollte schon sagen. Boah, ich kann nicht mal Freistöße schießen, bestimmt. Ich habe mit L1 geschossen. Oh, mein erster Torschuss. Ey, krass aus. Wie viele Minuten waren es? 60, 150 Minuten. Erster Torschuss. Heftig. Manchmal soll ich einfach mein Ego durchsetzen.
Hey. Na, sag mal. Sag mal, hat's hier. Schlawiner. Ich versuche jetzt einfach mal. Bei den Mauern, ne? Oh Mann, der hätte drin sein müssen. Nein, Mann. Warte. Oh Mann. Hey. Er nimmt mich einfach raus. Okay. Sorry. Sorry, Chef. Sorry, tut mir leid. Arschloch. Nimm mich einfach raus. So, wir schrauben mal bitte einmal runter. Weltklasse jetzt nur noch. Weil sonst schon wird das nie. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, wir sind jetzt gleich raus. Mal sehen, wie sie sich schlagen gegen Sivasspor. Das ist Türkei. Ich glaube, das ist wirklich Türkei. Das ist wirklich Türkei, ja. Das muss die Türkei sein. Sivasspor, denke ich immer. Türkischer Verein. Schade. Bruh.
Ich ziehe echt eine Fresse hier. Ey, es macht gar keinen Bock gerade. Digga, ich habe gerade eine Schwierigkeit runtergestellt. Das ist genau das Gleiche. Gleich auf die Fresse hier. Ja, okay, das war meiner, ist gut. Schön, macht dir auf jeden Fall Spaß, Kappa. Ja, Digga, echt, nee, keine Ahnung, läuft gar nicht. Am Ende so das letzte Spiel, das war es richtig geil, aber Digga, ich hätte auch eine Torkarriere machen können, ich mein's ernst. Ich hätte mehr Schüsse aufs Tor bekommen gerade. Ey, aber Digga, nichts gegen Nürnberg, aber die spielen gerade so Dreck. Ist ja nicht richtig Nürnberg, deswegen ist es jetzt noch nicht so schön, wenn ich das sage, aber. Ich weiß, dass sie ihn echt besser spielen, aber. Ja. Eine ordentliche Flanke mal. Jawohl. Neu. Einfach aufs Tor. Erster Torschuss, Leute. Da irgendwie eine Fliege rum. Scheiß Fliege. Ich bin immer noch verletzt. Dieser eine Spieler hier ist der einzige, der wirklich, mit dem ich hier richtig Probleme bekomme. Der hier, dieser Boje. Er soll wieder an den Strand gehen zu seiner Boje, Alter. Ey. Yeah. Wo ich jetzt meine Flanke bekomme, genau auf meinen Fuß, verdammt.
Okay, gleich spielen wir Profi, habe ich gehört. Rest. Was? Ich bin gerade gestört irgendwie. Also, von wegen der Schulterprellung runtergelassen. Alter, bevor ich gleich anfange hier zu heulen, ey. Schulterprellung. Freistoß nehme ich auf jeden Fall noch über. Freistoßpräzision 49. Läuft. So, Hugo Malo. Geht zu Dortmund. Cool. Bevor ich den Verein wechsle. Nein. Mach ich nicht. Warum? Das wäre witzig. Heißt, Trainerkarriere heißt Nürnberg, Spielerkarriere. Und was mache ich? Ich wechsle erstmal. Schön weg. Kein Bock mehr. So, wenigstens haben wir auf 72 jetzt. Sehr gut. Jawohl. Ich dachte schon nicht. Ich dachte gerade, der haut raus, der hat Trödi verletzt, ein bisschen Sommer verletzt. Wobei ich gerade dann überlegen bin, das heißt ja eigentlich retten wir Nürnberg und ich habe eigentlich gar nicht die Zeit dafür. Jetzt, sollte jetzt nicht falsch klingen, aber ich habe echt nicht die Zeit dafür, dass ich jetzt eine ganze Karriere durchziehe. Soll ich einfach mal bis zum Winter vorspulen? Ich weiß nicht, wäre noch eine Idee, oder? Weil Nürnberg wird ja wahrscheinlich dann unten stehen, weil es jetzt nicht falsch verstehen, aber wegen dem Rating hier. Dann ist es ja auch eigentlich eine Rettungskarriere. Genau. You know? Ich weiß nicht, könnte man machen eigentlich. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Idee? Haut mal raus, dass ich jetzt einfach mal bis zum Winter vorsimuliere. Ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so schlecht. Okay, jetzt sind wir noch mal ein paar Upgrades. Ist gut, ey, es ist sehr gut. Die brauchen wir auch. So. So, wir hatten Geburtstag, jetzt sind wir 20. Happy Birthday, Happy Birthday. Jetzt sind wir schon ein bisschen länger, aber. So, 20. ist erst das Spiel. Tag. Ich wüsste, dass ein Tor schießt. Ja. Nö. Nein. Keine Ahnung, ob wir das machen, Leute. Ich finde die Idee gut. Wir haben nicht die Zeit dafür, eine richtige Karriere durchzuziehen. Bin ich einfach mal jetzt ehrlich. Spulen wir uns einfach mal vor. Ich glaube, in Klapper ist auch das erste Spiel wieder. Einfach mal. Ah, was? Ja, hier, guck mal, dann machen wir so. So. Ich habe keine Ahnung, wie die Ergebnisse ausgehen. Ich bin jetzt kurz unten, um was zu trinken, weil ich Durst habe. Und dann werden wir mal sehen, ob wir unten sind. Sind wir eh unten, aber ich meine. Da macht es erst richtig Sinn, dass wir Nürnberg retten. Ich schalte mal den Controller aus und bin da gleich wieder da. Damit der lädt halt.
So. Anscheinend sind wir fertig. Gucken wir uns einfach mal hier nochmal einen Sieg. Ein Unentschieden. Ah ja, okay. Ja. Aber ein Sieg und ein Unentschieden. Ich habe gerade im Wehrmodus Mbappé 94 auf einen Zweiter kommt zum Kranke, Alter. Geil. So. Wir sind 15. Leute. Wir sind nicht auf dem Abstiegsplatz. Aber vor allem. Trotzdem sind wir nicht auf dem Abstiegsplatz. Bremen, Mainz und Freiburg. Aber wir sind auch nur 2 Punkte entfernt. Und Gladbach, Schalke, Bayern, Hannover sind vorne. Leverkusen. Alter, was ist denn mit dem BVB los? Läuft ja gar nicht bei denen. Aber ihr seht, wir sind 14. und haben noch ein Spiel davor. Das geht, das geht. Okay, und ich weiß nicht, wie wir stehen. Müssen wir mal gucken. Ich auch gespannt, ey. So, 3 Einsätze im Bundesliga, gar keine Einsätze. Oh. Aber wir haben Menschen plus gemacht. Okay. Wenn wir nicht eingesetzt in der Bundesliga oder was? Wundert mich eigentlich. Cedric Teuchert wird eingesetzt. Okay. Deren Sache, aber. Naja. Okay. Das macht alles wieder klar ein bisschen hier. So. Nicht mal ein Spiel spielt, ey. Geht ja ja nicht. Alexander Fuchs ist zurück. Sehr interessant. Für den Alex Fuchs. So. Okay. Beides haben wir uns wieder geupgradet. Läuft auf jeden Fall. Immer schon auf die 73 zu, ist gut. Oh, gegen Bayern am Mittwoch. Geil. Da spiele ich hoffentlich. Ey, wenn ich gegen Bayern spielen würde, das wäre echt geil. Und stelle ich, glaube ich, auch auf Profi. Damit man schön so einen Eindruck bekommt. Das wäre krass. Nochmal schön davor trainieren. Und dann schön weghauen die Dinger. So, 72, 73, 50, 63 upgraded. Nice. Okay, sind wir wieder kurz vor der 73. Nächste der Partie dabei. Wollen wir doch hoffen. Anscheinend schon. Anscheinend sind wir dabei. Der Trainer schenkt uns unser Vertrauen. Okay, das ist doch schon mal eine Ansage, würde ich mal sagen, gegenüber den lieben Sebastian Kerk. Ne, nicht Kerk, Teuchert. Ne? Da werden wir auch mal. Wutsch. Weiß nicht, was da passiert ist. So, wenn wir mal gleich richtig rein. Nürnberg gegen Bayern wird auf jeden Fall richtiges Topspiel. Wer weiß, vielleicht können wir es. Vielleicht holen wir den schönen Sieg dieses. Das wäre auf jeden Fall sehr gut und würde uns noch mal ein bisschen aufblühen lassen. So einen schönen Sieg. Und vielleicht uns weiterempfehlen. So. Empfehlen wir uns mal vielleicht weiter. Wer weiß, was passieren wird, da machen wir uns warm. Der liebe Lewandowski macht sich da warm. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Nee, tut's nicht. Ich hasse Lewandowski immer noch. So. Sehen wir jetzt mal in der Allianz Arena FC Bayern München gegen Nürnberg. Sehr stark ist auf jeden Fall, also 17. Spieltag, es ist alles möglich. Wir haben 14 Punkte, glaube ich, derzeit. Wir können noch schaffen, weiter weg zu sortieren, aber wir sind halt mit unten drin. Ist halt so. Können wir erstmal nicht ändern. Und jetzt natürlich gegen Rekordmeister wird nochmal schwer. Wenn wir hier verlieren sollten, sind wir erstmal weiter weg. Und ich sehe schon, Bayern hat sich Coutinho geholt. Schlechteste Auswärtsbilanz.
Ein Punkt auswärts geholt. Autsch. Ja, sehen wir es nochmal. Also wird echt nicht leicht für uns. Gucken wir uns nochmal die Mannschaften durch. Der Trainer, der liebe Hummels. Und dann würde ich mal sagen, let's go, wenn wir mal die Bayern hier zerstören in einem nächsten Stadion. Stark. Oh. Rausrücken. Stark. Oh, boah, Tank geht da richtig hart ran. Ah. Schön, schön, da hat er sich den Ball wieder geholt. Nochmal schön Doppelpass suchen mit Kerk. Und der Ball durchgelassen. Und der Schießer aufs Tor, der ist drinne! 1 zu 0, Nürnberg in Bayern. Oh mein Gott, im Derby. Alter Falter, Leute, wichtiges Ding für Nürnberg. Stark rausgespielt von, also unglaublich rausgespielt, kann man auch schon sagen. Sehr stark, Sully macht das Tor. So. Und gleich nachlegen mit Kuke. Und, ah, wenn wir. Nein, haben wir den Ball wieder? Nein! Steht vorm Tor und mach ihn nicht. Da steht auch Neuer am Tor, aber trotzdem. Eieiei. Haben wir irgendwie verkrippelt den Ball noch bekommen? Oder jetzt? Kuke! Oh, und Fummels dran wieder. Wichtig wäre jetzt schön. Oh nein. Nachlässig gewesen. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ach, Müller. Uiuiui, da gibt es die Torchance. Coutinho. Lewandowski. Oh, schön rausgehauen. War abseits. Ups. So. Und jetzt Kuke. Einfach mal laufen. Nur vorbei. Und er ist drin! 1, 2 zu 0 gegen Nürnberg, Alter. Oh, war das ein Ding. War das ein Ding. 2 zu 0 nach 15 Minuten in Bayern. Leute, in Bayern. In fucking Bayern. Für Nürnberg. Für den Tabellen 15 gegen den Tabellen dritten. Unglaubliches Ding. Unhaltbar für Neuer. Unhaltbar. Kannst du nicht halten. Sehr gut. So muss es weiterlaufen, Leute. Und so geht's auch gleich weiter, vielleicht. Kuke, Antäuscher, vorbei und er schießt ihn wieder! Ist vorbei. Ist vorbei. 3 zu 0 nach 17 Minuten und wir haben es geschafft, in 2 Minuten einfach to zwei Tore zu machen. Vielleicht auch das dritte, wer weiß, jetzt schon wieder Fehler von Bayern. Sind ganz neben der Spur. Wirklich ganz neben der Spur. Kuke. Und der macht das 3-0. Der macht das 4-0. Was ist denn mit Bayern los? Dreppe. Dreierpack für Kuka in 3 Minuten. Alter. In 3 Minuten. 3 Tore. Alter, Falter, das nenne ich mal Effizienz. Also wenn wir uns jetzt nicht schon weiterempfiehlt haben für den Trainer, ich weiß es nicht. Und jetzt schon wieder. Schon wieder. Der Ball kommt zu Kuka. Und da werden wir umgehauen. Das ist ein klarer Elfmeter. Klarer Elfmeter. 100%. Ganz klarer Elfmeter. Ja. Und den schießen wir. Uiuiui, Leute. Da wird jetzt was rausgeholt hier.
So, wir nehmen jetzt einfach mal richtig arrogant, machen wir den, oder? Elfmeter müssen wir noch üben. Ja, schade. Und jetzt einfach nur meinen Lauf wieder schicken. Und da setzt er sich nicht durch. Alter Falter. Sehr gut, sehr gut. Also ich würde mal sagen, aufgeblüht sind wir auf jeden Fall schon mal. Vielleicht schaffen wir es noch. Alter. Oh, noch ein Tor zu schießen. Aber ich glaube mal, Bayern wird jetzt erstmal sich wieder so zusammenrappeln. Ich glaube, das wird jetzt alles nicht mehr so leicht. Es wird hier alles nicht mehr so leicht. Das glaube ich wirklich. Und jetzt. Ah, nein, da wollte er gerade spielen. Trotzdem stark. Aber Bayern kommt gerade langsam wieder. Aber das ist ein richtig harter Schlag für Bayern. Das ist ein richtig harter Schlag. Und da geht's weiter. Oh. Kuka, da holen wir jetzt wieder umgehauen. Jetzt liegt Hummels am Boden. Oh, da haben wir ihn wohl verletzt. Sorry, Hummels. Ja, so, das war jetzt nicht so krass und Absicht so. Also, naja, Stilo kommt jetzt rein. Haben wir aber nochmal einen langsameren eigentlich. Ist jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. Haben wir nochmal langsame Verteidiger. So, mal den hohen Ball zu bekommen. Ja, Stilo, wusste ich. So, okay. Ja, mach. Ja, das war eine kritische Entscheidung. Kann man geben. So. Alter, 4-0. Nach 19 Minuten hatten wir Bayern eigentlich jetzt schon wieder abgeschossen. Der erste FC Nürnberg schießt Bayern runter. Das muss man auch erstmal machen. So. Und ganz stark. Naja, doch nicht so stark. Jetzt ganz stark Kerk nochmal schön auf schön durchgelassen und jetzt noch ein Zweikampf gegen Alaba gewonnen. Ein, oh nein, ging, hätte ich doch reingezogen. Fake Shot. Jetzt muted haben, schade. Jetzt schön zu machen, schön zu machen. Viel zu 0 zur Pause und das Stadion ist ruhig. Es ist ruhig und wenn hört man nur kleine Pfiffe. So. Stadion ist wirklich komplett ruhig gewesen. Krass. Und wir stehen jetzt hier einfach und haben einen Dreierpack erzielt gegen FC Bayern München in 3 Minuten. 3 Tore, das ist echt krank.
Wir müssen trotzdem ein bisschen mehr umsetzen, sehen wir gerade auch. Aber es ist alles nicht so leicht, der Stürmer. So. Spiel. In Lauf. Jawohl, da hat man ihn gesehen. Ganz klar. Okay, hat er ihn lieber rausgeköpft. Verständlich. Jetzt hier nochmal schöne Flanke auf. Hat Süle uns wieder mächtig unter Druck gesetzt. Und jetzt einfach reinhauen da. Oh, da war die Chance zum 5-0. Und da ist die Chance. Oh, ich will die ganze Zeit mit dem Kopf daran, ey. Mittlerweile für dich bei anders und für gut, ne? Ja, nee, doch, nee. Ja. So. Wechsel Mama. Das ist gut. So, schon mal den Ball. Und da haben wir ihn unter Druck gesetzt und das gibt einen Foul. Was? So, halten wir Müller mal fest. Und jetzt vorrücken. Oh, Alaba. Okay, es bleibt immer noch bei der Null. In Bayern, ey. Das gab es echt lange nicht mehr. Ich glaube, da ist Bayern echt bedient mit. So. So. Okay. Na, jetzt einfach mal reinflanken die Pille hier. Schade. Wichtige Punkte hier wieder für den Nicht-Abstieg, ey. Wichtige Punkte. Und jetzt einfach mal hier im Lauf. Genau. Da steht Kuke, macht er das vierte und da ist das vierte! Unglaublich, ey. Unglaublich. Vier Tore. Vier. Vier. In Bayern. Unglaublich, verdammt, Alter. Ciao, ey. Krass. Krass, 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 ey. In einem verfickten Derby in Bayern, ey, das ist echt krass. Das ist echt krass, Leute. Dann auch echt, sagen wir mal, schön abgeschlossen. So, 16., 17., 19. und 73., ey. Geil. Leute, so muss ablaufen. Ihr habt's mitbekommen.
So, alter Falter, wir zerstören gerade so krass Bayern. Jetzt weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mehr Saisontore als Cedric Teuchert, ey. Lol. Nein. Hätten wir gerade haben können, egal, jetzt haben wir. Fuck, jetzt. Hat sich wieder dazwischen, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Machen wir als Fünfte? Nee. Okay, Süle ist richtig rein. Schade. Schnell Kimmich zumachen. Muss die lange Pille spielen. Zumachen. Ah. Stark. Oh. Jetzt Flanke. Oh nee, da kann die nicht. Schade, wollte ich ihn abspielen. Schade, schade. Einfach mal rein hier wieder. Psst. So, haben wir aber schöne Türchen auf jeden Fall gemacht gegen Bayern. Wir haben auf jeden Fall nochmal aufmerksam gemacht. So, krass, krass, krass. Zu machen, zu machen. Sehr gut, da war ich überfordert hier. Da waren wir überfordert. Jetzt geht's los. Oh, ey, Vidal macht echt Stress hier. Aber wir haben gewonnen, Leute. 5:0 gegen FC Bayern München, ey. Mit so einem Team, das war unglaublich. Ey, unglaubliches Spiel. 4 Tore geschossen. Ich glaube, der Trainer kann sehr stolz davon sein. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir haben jetzt auch sehr viel Plus gemacht in diesem Spiel. Ja, jetzt sind wir auch schon auf einer 73 und fast auf einer 74. Und dazu sind wir jetzt auf dem 13. Tabellenplatz, Leute. Wir haben uns 2 vorgearbeitet, vor Mainz und hinter Mainz. Leipzig und Mainz sind jetzt hinter uns. Wir haben ein Spiel gespielt für Tore. Also ich glaube, an uns geht jetzt nichts mehr vorbei. Ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es der liebe Herr Cedric Teuchert jetzt sieht, aber oder der Trainer. Aber ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall falsch, wenn man mich nicht spielen lassen würde. So, genau. Muss man mal gucken. Aber ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal ganz frech hier. So, wo sind wir hier? Sebastian Kuke. 9,5 Marktwert haben wir jetzt schon, also 10 Millionen. Und ich glaube, das ist schon ganz schön ordentlich wie Nürnberg. Also so halt positiv, dass einer so einen Marktwert hat. Kann man ihn auf jeden Fall besser verkaufen. Falls man dann halt nach der Saison gehen muss. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt nochmal über die Winterpause also einen richtigen Schock gegeben für Cedric Teuscher. Da natürlich ist es ein Kampf um den Stürmerplatz. Da es halt nur einen Stürmer gibt. Aber was wollen wir machen? Einer kriegt den und wir kriegen den. Ganz ehrlich. Wir sind jetzt auf einer 74. Ist auch schon mal sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass wir keine Abstiegsprobleme mehr richtig schnell bekommen werden. Also alleine, dass wir jetzt gegen Bayern gewonnen haben, unsere Mannschaft ist gut in Form.
Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, kann man schon mal so sagen, ja. So, wir stehen auf jeden Fall wieder in der ersten Mannschaft drin. Das ist sehr wichtig, dass wir in der ersten Mannschaft drin stehen. Haben jetzt auch einen Wert schon von 14 Millionen. Alter, krass. Und anscheinend können wir entweder nur spielen oder simulieren. Ich bin neugierig. Ich werde es einfach jetzt mal. Ah, simulieren ist jetzt auch Kacke, wa? Ich glaube, ich beende erstmal. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde gestreamt. Ich beende das erstmal und mache dann nächste Woche weiter. Nächste Woche war. Morgen weiter wahrscheinlich. War ich eigentlich ganz witzig. Kann man mal bringen, so eine Sache, so halt. Aber auf jeden Fall, so eine Spiel, was wir hatten, war auf jeden Fall gut, die anderen nicht. Und ja. Müssen wir mal gucken, ob es wie es weitergeht. Ich bin jetzt auf jeden Fall 2,5 Wochen in Urlaub. Das ist halt die nächste Sache so. Müssen wir halt noch gucken. Aber ja. Naja. Okay, Leute. Ich würde sagen, war ein cooler Stream trotzdem. Haut rein. Abonniert meinen Kanal. Ich bin immer da eigentlich. Jetzt bin ich 2 Wochen, 2,5 Wochen inaktiv. Vielleicht morgen noch. Aber das kann ich euch nicht versprechen. Also, haut rein, Leute. Double Peace, sage ich jetzt einfach mal so wie bei Tanzverbot und ciao.